Hi Leute, heute haben wir noch ein paar Zusätze und zwar habe ich heute dann endlich den Hochofen gecleant. Und wenn ihr den Hochofen gecleant habt, habe ich endlich für den Beutel von Blumensamen eine Verwendung gefunden. Und zwar gibt es hier beim Hochofen so einen Schrein. Da gehen wir mal fix hin. Und da befindet sich eine Dame, die Blumen anpflanzt. Die heißt Hanayama K.O. Die ist genau hier auf dem Berg. Und der konnte ich den Blumensamen geben. Dann, also man redet halt erstmal mit der über Blumen und die will neue Pflanzen und kümmert sich drum. Die erzählt einem was über Savior. Und ihr könnt halt den Beutel ihr geben, den ihr von dem Muscheltypen bekommen habt. Sie redet da, also ihr kriegt ja einen Beutel von dem Muscheltypen. Da habe ich mich an dem einen Tag gefragt, wofür der ist. Und ich konnte dem halt ihr geben. Wie ihr seht, ich habe den Beutel nicht mehr im Inventar. So, wenn wir über sie reden, sie erklärt einem eine Quest, und zwar der siebte Samurai, also Savior ist ein Film am Drehen, und der Film wird hier auf der Insel östlich von Inazuma gedreht, also ihr findet da auf meinem Marker Savior mit einer neuen Quest, und ihr dreht mit dem einen, Action-Movie-Film der siebte Samurai, wo er gegen Samurais kämpft. Das verrät sie euch auch. Da wird gesagt, dass Savior so einen Film drehen will und der siebte Samurai war ja so ein Filmtitel bei den Ansehensaufträgen und der befindet sich tatsächlich da hinten. Dann haben wir heute von ziemlich vielen Leuten auf Hoyolab gesagt bekommen, dass es wohl mit RNG ab dem siebten Tag bei dem Muscheltypen einen Blueprint für die Schmiede gibt. Und zwar gab es beim Hochofen, und ich war auch sehr enttäuscht, leider nicht den Bogen am Ende für die Schmiede. Und wo man den Bogen wohl bekommen kann, ist bei Mr. Muscheltyp. Ich hatte heute kein Glück, ich habe es jeden Tag gemacht. Weil Takashi gibt euch wohl in einer seiner Kisten den Blueprint für den Bogen aus Inazuma. Ist halt ein RNG-Spiel. Es soll wohl ab dem siebten Tag eine erhöhte Chance geben, aber der kann wohl in jeder der drei Truhen drin sein. Das heißt, ihr müsst einfach nur einen Tag lang die richtige erwischen. Und da gibt es dann den Bogen. Ich freue mich sehr auf den Bogen. Ich finde es schade, dass es den Bogen erst so spät gibt und dass der hinter RNG steckt, aber kann man nichts dran machen. Ich meine, ich hätte mir gewünscht, wenn ich den Bogen aus der Quest mit Savior und Tatarasuna bekommen und vielleicht ein Dekorationsteil hier irgendwann aus den Kisten, aber es ist nun mal wie es ist, ihr bekommt den Bogen hier beim Schneckentypen. Und es ist wohl entweder an eine Bedingung geknüpft oder reines RNG. Ich kann es euch nicht sagen an der Stelle, aber auf jeden Fall gibt es Confirmations, dass der Blueprint dort aus einer Kiste rauskommen kann. Das haben mir heute mehrere Leute gesagt, als ich gestreamt habe. Deshalb glaube ich den. Dann fehlen mir drei Aufträge. Die vielseitigen Feinschmecker, wie wichtig ist es, satt zu sein? Oakon habe ich richtig gehandelt und die eigene Scham auslöschen. Und meine Community hat Folgendes dazu gesagt. Alle Angaben natürlich einfach auf guten Glauben meiner Community. Es gibt tägliche Aufgaben. Und die eine tägliche Aufgabe mit Oakon habe ich richtig gehandelt, soll man wohl bekommen, wenn man eine tägliche Aufgabe bei Shota macht. Da soll wohl dieser Junge hier bei dem Schrein sein, der den anbetet und die soll mit ihm zusammenhängen. Die zweite Sache ist in der Festung selber, da muss ich mich jetzt halt reinsneaken, weil ich ja gesuchter Verbrecher bin. Wir versuchen da mal kurz hinzukommen. Und wie gesagt, also ich kann euch nicht versprechen, dass es so ist, aber ich glaube halt einfach, wenn meine Community sagt, dass da irgendwie das hinter einer täglichen steckt, dann nehmen wir das einfach mal so hin. Miau. Geile Katze, Mann. Die hat ja einen mega coolen Spot auf der Mauer. Und zwar gibt es die zweite bei Asakura. Die hat wohl irgendwas mit der Scham zu tun. Soll so ein Kampf für Rache sein. Soll auch eine Folgequest von einer täglichen Aufgabe bei ihm sein.
Und die dritte Sache, die Feinschmecker-Sache, die soll wohl ein bisschen komplizierter sein. Es gibt wohl eine tägliche Aufgabe von den Feinschmeckern in Inazuma, wo man Sudong hier oben findet. Der steht irgendwo hier beim Restaurant, bei der Abenteurergilde oder so hier oben rum, keine Ahnung. Also mir wurde gesagt, der steht auf jeden Fall hier irgendwo rum mit einer täglichen. Irgendwo in Inazuma in der Nähe von der Abenteurergilde. Und der soll euch eine Quest geben. Und bei der Quest sollt ihr wohl Koch Mao in Liyue aufsuchen. Also ihr werdet gebeten, Koch Mao aufzusuchen. Aber es gibt wohl eine zweite Option, wo ihr Xiang Ling im Qingzhe-Dorf suchen müsst. Und die steht irgendwo bei, mir wurde gesagt, Bambussträuchern oder sowas. Also wirklich in irgendeinem Bambuswald. Also schätze ich mal, dass die irgendwo hier am Strand stehen wird. Und wenn ihr die Quest über den Xiang Ling Weg abschließt, diese tägliche Aufgabe, sollt ihr dann nachträglich die Feinschmecker in Inazuma stehen haben wieder. Und die sollen euch eine letzte Aufgabe geben. Also diese drei Aufgaben, die mir an der Stelle fehlen, die sollen wohl durch tägliche Aufgaben gemacht werden. Deshalb wird das dauern, bis ich die gemacht habe und euch mehr Infos dafür geben kann. Auf jeden Fall sind das die Erkenntnisse, die ich tatsächlich heute alle gesammelt habe. Und damit war es das auch für das heutige Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch an der Stelle noch einen wunderschönen Tag und sag mal bis zum nächsten Mal. Bye, bye.